So, ja, ich bin hier in dem Sumpf. Das wisst ihr wahrscheinlich noch. Und hier sind Nicht so auch neu. Sumpfzombies, die nicht ganz ohne sind. Ey, da ist noch eine Sumpfgasdrohne. Aus Äpfer beschwören. Lauflieder-Sud. Fünfgasdrohne. Eine Eislanze. Oh. Nice. Dann gucke ich mal. Oh, da ist ein Sumpfkohle. Sumpfkohle. Da speichere ich lieber. Ah, da drüben ist auch mal einer. Ich glaube, da steige ich lieber auf einhändig mit Hammer um. Okay, das ist eine schlechte Kombi. Ich kann zwar ausweichen, aber wenn mich der Golem einmal trifft, dann ist es vorbei. Da waren die Krits nicht hoch genug. Wundert mich, dass der Golem eigentlich vorhin so taktisch gekämpft hat. Immer wieder zurück und hin und zurück und so. Ausgewichen wie ein Gott. Aber es hat ihm auch nichts gebracht. Schnell hinter mich bringen mit den Zombies. Ah.
nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Oh, 33. Okay. Okay. Ja, okay. Okay, den habe ich schon mal weg. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich noch den Golem halt wegkriege. Auch bevor er mich trifft. Okay. Das war mein letzter Heiltrank. Also zumindest mein letzter größere. Nichts zu holen. Das ist wenigstens der Sumpfgolem Geschichte und der Zombie auch. Jetzt muss ich nur den anderen Zombie noch loswerden. Naja, der steht so ja gar nicht schlecht. Okay, da ist eine Heilwurzel. Gucke ich mir einfach mal das Haus an. Was ist denn da drin? Magisches Wissen, der dritte Band, der dritte Kreis Band 3. Ich weiß nicht, wie viel ich von den Büchern schon habe, aber anscheinend wahrscheinlich eine Menge. Ja. Oh hey, da sind noch Schnappschildkröten. Da sind ein paar. Oh, Sumpfkraut. Ich speichere es mal. Und dann schieße ich noch auf die Sumpfgasdrohnen. Ich
bevor die in den Nahkampf geht. Naja. Das sollte ich eigentlich vermeiden. Sumpfrattenfett. Sprich Talg. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Dass ich sowas bekomme. Aus ihrer Grundbeute besteht. Wölfen. Wenn der Jäger den Jäger isst. Das sind doch mehr Gasdrohnen. Da muss ich gucken, dass ich die halt jetzt auch noch wegschießen kann. Ja. Mag das nicht, wenn ich so Schaden durch die krieg. Noch ein Zombie da hinten. Den hat das Radar schon gesichtet. Ich muss noch gucken, dass ich die andere Sumpfdrohne noch mal finde. Ah, da ist er. Dann speichere ich. Und dann mache ich den Golem da hinten. Ja, heute gehen wir richtig taktisch vor. Ich hoffe nicht, dass da noch was anderes ist, was mir auf den Sack gehen kann. Speichere ich auch lieber. Nicht, dass da wieder Skelette rauskommen und ich bin dead. Oh. Ein Teleportationskreis. Das hört sich wohl eher vernünftig an. Goblin-Skelette. Mit der Keule geht das eigentlich ganz gut. Das ist aber ein normales Skelett noch. Mal gucken, wie stark das ist. Zum Glück kann ich es mit zwei Händen. Oh! Dann eher so ein Skelett. Die sind wohl tiefer, oder? Da ist eins mit Bogen.
Okay, es sind zwei mit Bögen. Das ist jetzt nicht gut. Ja. Okay, ich muss die irgendwie baiten. So um die Ecke oder sowas. Damit ich die dann, wenn die dann da dran stehen, dann kann ich die schnell runterprügeln und dann sind die dead. Wenn die so frei Schussbahn auf mich haben, dann bin ich da. Ich bin ehrlich einfach hilflos verloren. Mist. Das ist wieder dieses andere Problem. Okay, ich glaube, da nehme ich dann den 200 dafür. Nur Probleme hier. Nur Probleme. An jeder Ecke. Aber Riesenfledermäuse gehen so eigentlich zu bekämpfen. Sofern es halt jetzt nicht drei sind und die Skelette gehen eigentlich auch recht gut. Ich werde halt nicht in deren direkt in deren Schussbahn stehen. Dass alle mich treffen können, dann bin ich ja natürlich dead. Ja. Das ist eine schlechte Situation, was? Da kommt es einfach nicht an mich ran. Kommt mal ein bisschen näher ran, Leute. Ich mir jetzt einmal voll heile. Und ich leg mir jetzt was Gnade in was. Ich leg mir jetzt noch was an, was mir Schutz. Habe ich ein Amulett an? Schutz 3. Der Südländer ist. Oh. Eisenknochen, Klingenschaden, Stärke, Stumpfschaden, Mana Bonus. Verdammt, ich hab halt nichts, was mir. Ja. Könnte eine Eiswelle machen, aber und wie ist das?
Mittlere Wunden heilen. Oh, ich müsste den Zauber eigentlich auch noch haben. Leichte Wunden heilen. Neutraler Mana kostet 20% des maximalen Mana. Es gibt 150% Lebensmittel zurück. Das maximale Mana des Benutzers. Geil. Das bringt mir jetzt gar nichts. Ich dachte, das hält mich jetzt um 200 wieder, aber. Ja. Weil ich schon broken war. Also, das ist schon in gewisser Hinsicht broken. Wie es im normalen Gothic 2 ist. Wundert mich nicht, dass sie das irgendwie etwas genervt haben. Freund des Ambros schützen. Leichter Mahagoni-Bogen. Okay. Jetzt will ich mal meinen neuen Freund aus, ausrüsten. Wäre jetzt halt selten bescheuert, wenn jetzt auf einmal die Fledermäuse hier reinkommen würden.